So, liebe Freunde des JFD Live Trading TV, Mahlzeit nochmal an dieser Stelle. Wir sind leicht verspätet in die Sendung gestartet. Hintergrund, es gab mal wieder Probleme mit dem Internet. Aber wir sind online und sind jetzt da. Ich hoffe, wir sind auch am Schirm aktiv geblieben. Wir wollen jetzt den DAX betrachten, der hier die Unterstützung 10.525 aufgab. Ganz kurz den DAX, danach widmen wir uns den Aktien, wie eben auch schon dargestellt. Faktisch aber das präferierte Szenario nimmt jetzt Fahrt an. DAX jetzt hier erst wieder im Bereich von 10.450 Punkten im Sinne eines möglichen Pullbacks. Interessant für eine Stabilisierung. Kommt hier gerade gehöriger Druck auf in dem Markt. Und eben, wie gesagt, mit Aufgabe dieses Niveaus ist jetzt hier Potenzial nach unten generiert worden. Die Marke 11.450, 11.400. Also wir haben hier auf der Südseite einige Unterstützungsbereiche, die hier durchaus interessant erscheinen und die der DAX angreifen könnte. Also mal abwarten, was da noch passiert. Am Nachmittag, wie gesagt, die US-Märkte dann nochmal im Fokus. Gegebenenfalls schauen wir dann nochmal auf den DAX, aber hier jetzt mit gehörigem Abwärtsdruck unser guter DAX. Also müssen wir das mal so ein bisschen anpassen. Kann sich auch definitiv zunächst so hier darstellen, wenn wir das Ganze mal ein Stück weit nach unten ziehen. Gut, jetzt wollen wir aber mal auf die Tops eingehen im DAX. Die, Moment, machen wir den Fall mal weg, sich hier darstellten in Infineon und K plus S. Auch diese zwei Aktien sind immer noch die Gewinner. Relative Stärke hier definitiv am Start. Wir haben hier einen schönen Auftakt heute Morgen gesehen. Und jetzt wollen wir uns mal die Infineon als erstes angucken, weil eben hier noch Top-Player im DAX, also hier der Top-Wert. Und insofern immer wieder mal notwendig, hier genau unter die Lupe zu nehmen, was es mit der Aktie auf sich hat. Schauen wir zunächst mal hier auf den Tagesschart. Wir sehen eine grundsätzliche Aufwärtstendenz und ganz sauber einen jüngsten Ausbruch über diese obere deckelnde Trendlinie, die, wo bemerkt, hier nur einen projektiven Charakter hat. Sie sehen hier diese Tendenz der unteren Aufwärtstrendlinie hier seit Oktober 2012. Hier hat sich die Trendlinie erstellt, entwickelt, etabliert. Das Ganze projiziert nach oben. Gab hier zumindest so einen Anhaltspunkt, wo die Infineon-Aktie sich den Kopf stoßen könnte. Sie tat es aber nicht. Sie dreht hier sauber weiter nach oben auf und hat aktuell eben immer noch einen Tagesgewinn zu verzeichnen. Unlängst gab es hier diese Supportbereiche, die nach wie vor aktiv sind. Wenn wir das Ganze jetzt fortschreiben bei der Infineon-Aktie, dann haben wir hier jetzt im Bereich um 10,50, also knapp unter 10,50, 10,45 hier eine Supportzone, die für den Fall, wenn die Infineon-Aktie zurückkommen sollte, ein tragfähiges Level wäre, um wieder hier aufzuspringen für eine weitere Performance. Wir sehen hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal seit Oktober 2014 sehr, sehr sauber etabliert. Hier, wie gesagt, unlängst den Kopf gestoßen im Januar. Und jetzt sind wir hier weiter in Fahrt im Zuge hier das Niveau von 13 plus anzugreifen. Also man muss sagen, die Infineon-Aktie hat hier durchaus noch innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals Chancen, hier erhebliche Performance nach oben zu generieren, solange wir eben hier oberhalb dieser aufwärts gerichteten Trendlinie seit Oktober 2014 verweilen. Warum 13 Euro irgendwas? Das schauen wir uns jetzt an. Das ist praktisch eine Zielzone, die sich hier aus dem Big Picture Chart im Monatsintervall herleiten lässt. Wir sehen hier diese Hochpunkte aus dem Wintermonaten Schrägstrich Herbst 2003. Dann hier den Hochpunkt vom Sommer 2007 und das ist eben die Zone um 13,25. Und diese Zone wäre durchaus ein erstrebenswertes Ziel anhand technischer Ableitung, anhand eben Projektionen, wohin eben hier die Reise beim Kurs noch gehen könnte. Sie sehen, wir haben jetzt hier im Prinzip luftleeren Raum mit Blick auf die vergangenen Jahre. Erst wieder hier im Bereich 11,30 €, 12 €, 13 €. Da wird es wieder interessant. Da haben wir eben frühere hohe Höchststände hier vor Ausbruch der Finanzmarktkrise. Genau diese Levels sind es, die hier die Infineon-Aktien grundsätzlich jetzt eben auch weiter anstreben sollte. Klar, wir haben jetzt schon hier den vierten Monat in Folge mit Gewinnen und auch klar, dass der DAX einen gewissen Überhitzungszustand erreicht hat. Doch Sie wissen ja, wenn Trends mal geritten werden, dann kann das auch dermaßen Überhitzungstendenzen annehmen, die den DAX auch hier eben noch bis 12.000 Pluspunkte treiben könnten. Das würde hier für die Infineon-Aktie dann zweifelsfrei eine Performance bis 13,25 bedeuten. Andererseits kommen wir in eine stärkere Korrekturbewegung, gerade bei Infineon auf den Tagesschart bezogen. Wenn wir hier Rückläufe vollziehen und insbesondere hier in den einstelligen Kursbereich wieder eintauchen sollten. Also Infineon unter 10 Euro wäre wahrlich unschön. 9,70 € hier das Close der Februarkerze, also das Monats. Nicht low, nicht der Close, sondern das Low der Monatskerze sollte hier beachtet werden. 9,70 €, wenn es da runter geht, dann könnte es etwas schwierig werden im Sinne einer Korrekturausdehnung. Doch davon fehlen augenblicklich bis auf einen schwächelnden DAX jegliche Indikationen. Und insofern mal zur
K plus S-Aktie. Was haben wir hier? Wir haben hier auch mal im Wochenchartintervall jetzt hier die Situation, dass die K und S-Aktie, Sie wissen Bescheid, hier seit längerem mit einer relativen Schwäche glänzt. Wir haben hier im Sommer 2013 ein Tief bei 15,02 € gemacht. Seitdem erholte sich die Aktie sukzessive Aufwärtstrendkanal, hier sogar Aufwärtstrendkanal, Aufwärtstrendlinie. Hier so eine Art obere Widerstandszone, die wir hier unlängst durchbrochen haben im Januar. Das ist hier vorsichtig ausgedrückt, so eine Art aufsteigendes Dreieck. Letztlich mit diesem Ausbruch wurde weiteres Potenzial generiert, um mal hier diese Trendlinie, diese Abwärtstrendlinie eben hier seit dem Hochpunkt vom 2008er Jahr 97,35 ableitend, diese Trendlinie hier zu touchieren. Der nächste eigentliche Widerstand befindet sich dann allerdings hier oberhalb von 35 €, vorsichtig ausgedrückt hier 33 €. Das sind hier Zonen, die zunächst dann darüber hinaus erstrebenswerte Levels wären, aber die Abwärtstrendlinie steht eben unmittelbar bevor und dies ist aber auch ein Ziel, welches ja erreicht werden sollte im Ideal, aber im Bereich um 30 € wird es dünn. Also entgegen der Infineon-Aktie haben wir hier bei der K&S-Aktie, und jetzt gehen wir direkt mal in den Tagesschart, um das Bild sozusagen noch selektierter aufzunehmen. 30 €, 31,50 €, wir wollen uns nicht am Euro festmachen. Tatsache ist, hier auf Tagesbasis gleiche Trendlinie, jedoch dann eine leichte Verschiebung ist, um das mal ein Stück weit raus. Eine leichte Anpassung der Trendlinie führt dann hier eben zu Levels, die hier ja im Bereich von 31,50 liegen, wobei ich muss das ein Stück weit anpassen, das ist nicht 31,50, das wäre dann eher hier 30,80, also zwischen 30 und 31 € wäre hier in jedem Fall schon mal die Luft raus bei der Aktie von K&S. Also dahingehend, wenn wir noch mal eine weitere Performance nach oben vollziehen, passen Sie mal drauf auf, was die Aktie hier im Bereich 30,50 € macht. Mich würde es nicht überraschen, wenn es dann erstmal einen Rücksetzer gibt, der dann sozusagen auch im Gleichklang eines schwächelnden DAX einhergehen könnte. Und dann sollte man hier Niveaus um 27,70 €, 27,60 € einkalkulieren. Kurzfristig das Bild aber unverändert bullisch. Zielmarke rund 30,50 €. Das wäre ein Level, was hier erstrebenswert scheint. Allerdings, wie gesagt, hier nur unter Vorbehalt, denn wir müssen natürlich Obacht geben, was der DAX noch treibt und wohin hier die Reise geht. Insofern wünsche ich Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Und am Nachmittag schalten wir uns direkt nochmal zu in Sachen US-Märkte. Wollen doch mal sehen, ob der DAX dann aus seinem kleinen Dilemma zurückkommt oder neue weitere Tiefs markiert. Die US-Märkte ja schon tendenziell viel kräftiger auf der Südseite unterwegs als eben der DAX. Gegebenenfalls hat er ja hier mal nach. Potenzial. Die heutigen Gewinner im DAX in Form von K&S und Infineon lassen da jedenfalls aktuell sich nichts anmerken. Hier zeigen die Tendenzpfeile kurzfristig eher noch weiter nach oben. Doch kann sich auch alles ändern. Wir wissen, wie die Märkte sind. Durchaus explosiv. Insofern mal abwarten, was am Nachmittag passiert. Ich wünsche Ihnen bis dahin erstmal noch eine gute Mittagszeit, viel Sonnenschein und auf bald. Ihr Christian Kämmerer.